Moin moin und hallo zu diesem neuen Video. In diesem kurz erklärt, wie man in Black Ops 6 Zombies die Wunderwaffe auf der Karte Liberty Falls bekommt. Los geht's nach dem Intro. Seid ihr auf der Karte gespawnt, so geht es als erstes rüber zum Hotel, bei dem ihr, sofern ihr euch der Tür nähert, ein Event triggert. Bei diesem öffnet sich die Tür, durch die euch eine Gruppe von Zombies entgegenkommt. In dem sich nun für euch geöffneten Raum befindet sich eine Werkbank zum Herstellen der Wunderwaffe. Dies geht aber nicht einfach so, denn dafür braucht ihr drei Teile. Zu den drei Teilen gehören eine Wasserdruckanzeige, eine Handbremse sowie ein Kabel. Jedes Teil hat eine Reihenfolge, in dem ihr gewisse Schritte erledigen müsst, um an das Teil zu kommen. Mit welchen der drei Teile ihr startet, ist dabei aber egal. Da ich Fan davon bin, linksrum aufzukaufen, gehen wir nun diesen Weg und interagieren in einer etwas anderen Reihenfolge mit den Teilen. Nun bietet sich es direkt an, zur Bowlingbahn zu laufen. Denn dort könnt ihr schon mal diese Klappe aufschlagen, welche für die Druckanzeige relevant ist. Nun geht es weiter zum Friedhof. Dort ist der Erhalt des Teiles etwas zufällig, denn dieser hängt vom Spawn des Friedhofwärter-Zombie ab. Damit dieser spawnen kann, müsst ihr euch auf dem Friedhof befinden, bleibt einfach so lange auf dem Friedhof, bis er sich blicken lässt. Dies kann gegebenenfalls leider ein paar Runden dauern. Ist dieser gespawnt, läuft er eine gewisse Weile über den Friedhof und würde, sofern ihr diesen nicht rechtzeitig tötet, wieder despawnen. Habt ihr es geschafft, diesen zu töten, so lässt er einen Werkzeugschuppenschlüssel fallen. Diesen sammelt ihr auf und geht damit zu diesem Schuppen hier, bei dem ihr nun mit dem Schlüssel die Tür öffnen und die Handbremse aufsammeln könnt. Jetzt begebt euch weiter unterhalb zu diesem Blumenladen, bei dem ihr vor diesem das Wasserventil beim Wasseranschluss mit der Aktionstaste aufsammeln könnt. Mit dem Wasserventil geht es wieder zur Bowlingbahn, dort montiert ihr es bei der zuvor geöffneten Klappe. Nun könnt ihr mit dem Halten der Interaktionstaste an dem Rad drehen, um den Wasserdruck zu erhöhen. Gebt dabei aber gut Acht, denn dabei spawnen Zombies. Sollten euch die Zombies zu nahe kommen, so könnt ihr das Interagieren unterbrechen, dabei dürft ihr aber nicht das Gebäude verlassen, sowie euch nicht zu viel Zeit lassen, denn sonst sinkt der Druck wieder. Habt ihr die Wasserdruckanzeige komplett gefüllt, so werdet ihr mit dem gleichnamigen Teil belohnt. Jetzt habt ihr zwei von drei der Items und um an das letzte zu kommen, braucht ihr eine Mänglerkanone. Diese kann euch entweder ein Mängler nach seinem Tod droppen oder ihr kauft diese einfach für Schrott bei so einer Werkbank hier. Habt ihr euch nun eine Mänglerkanone besorgt, so geht es zum Elektronikladen Radio House. Dort nutzt ihr die Mänglerkanone, indem ihr den Schuss aufladet und auf die Tür schießt. Diese öffnet sich nun und ihr müsst im Gebäude die Schrotthaufen nach dem Kabel durchsuchen. Beim Interagieren der Schrotthaufen kann Schrott sowie ein Ungeziefer oder eben das Kabel spawnen. Habt ihr nun alle drei Teile, so geht es wieder zur Werkbank, bei der ihr euch nun die Wunderwaffe herstellen könnt. Die Wunderwaffe hat zwei Modis, zum einen könnt ihr die Zombies mit der Schusstaste einsaugen oder mit dem Gedrückthalten der Visierentaste eine Druckwelle freilassen. Die Munition der Waffe lädt sich, sofern sie nicht leer ist, recht schnell wieder auf, ist diese allerdings leer, so dauert es einen Moment, bis das Aufladen wieder startet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn dem so ist, lasst doch ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bei Fragen stellt diese gerne in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.